Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Im letzten Part sind wir hier im Dorf angekommen und haben erfahren, dass wir zum, irgendeinem Gipfel aufbrechen sollen. Ne? Und da gibt es irgendwie ein Geheimnis, das wir lösen müssen, damit wir quasi zu diesem Gipfel kommen. Und dafür brauchen wir jetzt noch einen Topfdeckel. Und dann müssen wir wahrscheinlich... Shit. Dann müssen wir wahrscheinlich, den Schneemännern, die wir da gesehen haben, das alles aufziehen, ne? Das war irgendwie so. Ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich hier gezockelt habe. Wie habe ich denn das jetzt immer gemacht? Doppelsprung einfach, ne? Wir machen, glaube ich, mittlerweile echt abnormalen Schaden. Jo. Das ist nice. Dann du machst auch nochmal einen Kopfnuss. Wow. Sehr schön. Schön weggeblockt, aber die gaben ganz gute Erfahrungspunkte, glaube ich, noch, ne? Zwei, ja gut, geht. Aber nehmen wir mit. Genau, und den Schal haben wir jetzt bekommen. Den Schal haben wir bekommen und den Topfdeckel sollen wir, glaube ich, noch finden. Shit. Ich wollte eigentlich draufspringen. Egal. Das kriegt man aber hin. So, warte mal, er kann noch keinen Multisprung. Ihn wechsle ich mal kurz und tausche mal gegen irgendeinen, der ein bisschen Flächendamage macht. Und gegen Bombette. Gegen Bombette. Let's go, Bombette. Mega Bombe. Schön 8 Schaden reinballern. Oder 7. Reicht mir auch. Ah, die haben eine Verteidigung, ne? Ah, shit. Dann reicht das gar nicht. Es sei denn, Superbeben reicht. Ich hoffe, es reicht. Jo, okay. Da haben wir die schön weggehauen. Hier die zwei. Die geben auch nochmal 6 Erfahrungspunkte. Da sind wir nämlich auch bald wieder Level up. Schön. Ich glaube, ich weiß nicht. PP? Da hinten ist so ein Brief. Hey. Ja, die müssen wir auch bald wieder mal zustellen, ne? Die Briefe. Oh Gott. Zack. Erwischt. Okay, die sind wieder en masse hier unterwegs. Aber ja, ich glaube, ich werde es gleich nochmal so machen wie eben. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und da kriegen wir auch nochmal richtig schöne Erfahrungspunkte für. Also hier kann man gut farmen. Bam, 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 bam. Und einmal Superbeben. Let's go. Ding, ding, ding. Tschüss. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Sind wir schon bei 90. Haben wir es gleich geschafft. So, Geld gibt's auch noch. Gefällt mir gut hier. Okay, wunderbar. Genau, hier haben wir jetzt halt einen ohne Deckel und einen ohne Schal. Das können wir theoretisch schon mal machen. Zack. Und jetzt müssen wir halt irgendwo den Deckel noch finden. Bevor ich das aber mache, ich glaube... Ach ja, ist immer noch tiefgefroren. Kann ich da irgendwas machen, um dem zu helfen? Oder ist der jetzt halt tiefgefroren für ihr? Den Rest seines Lebens. Armer Kerl. Er wird schon auch mal wiederkommen. Ich bin mir irgendwie sicher. Ich bin mir da relativ sicher, dass der wiederkommt. Okay, wir brauchen theoretisch halt den Topf. Ne? Aber ich möchte halt erstmal wieder so ein bisschen euren Kommentaren nachgehen. Bevor wir den Topf suchen. Der soll ja hier irgendwo im Dorf sein, theoretisch. Wir heilen uns erstmal ganz kurz. Ach so, ja. Todd, hallo. Das habt ihr auch geschrieben. Ich will immer erst mit dem Bett interagieren, aber ich mache halt... Ja, ich mache es halt immer falsch, ne? Eigentlich immer mit dem Todd reden. Es hätte beide Möglichkeiten geben können. Egal. Meckern auf hohem Niveau und so. So, dann speichern wir auch nochmal schnell. Und dann gehen wir hier nochmal durch die Röhre in den Underground. Ihr habt nämlich einerseits gesagt... Der Weg müsste jetzt nicht so weit sein, ne? War hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Da war nur ein Level-Up. Das haben wir. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Weg nicht so weit ist. Ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Da ging es durch die Tür. Und hier ging es doch schon wieder zurück, oder? Ging es hier nicht zurück? Oder kam ich hier zu dem Typen? Ja, genau. Zu dem wollte ich auch. So, na dann.
kaufen. Ihr habt gesagt, ich soll hier noch schön rein investieren. Okay, da gibt es noch einen Sternsplitter. Gute Entscheidung, ich danke dir zutiefst. Denn da kann ich mal mein Geld loswerden. Oh, was für ein Pech, du trägst zu viel Kram mit dir rum. Ach, das ist aber nervig. Okay, komm, wir benutzen mal ein bisschen Zeug. Stinkwurz, das braucht keine Sau mehr, oder? So ein bisschen das sinnlose Zeug, das nehmen wir jetzt mal kurz. Goldbeeren, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr. Wir könnten es auch verkaufen. So, jetzt kaufen wir erstmal wieder was. Let's go. Ein Superpilz, ja, brauche ich halt nicht eigentlich. Es scheint immer was Sinnloses zu kommen oder ein normales Item zu kommen und dann kommt was Gutes, oder? Oder auch nicht. Ich trage schon wieder zu viel Kram mit mir rum. Use it, Junge. Der bringt eh nur 5 KP. Dementsprechend egal. Was haben wir noch? Honigsirup. Den nehmen wir auch noch mit. Ist auch nicht so krass. So, jetzt können wir erstmal wieder 2 Items tragen. Trockenpilz. Komm. Noch ein Trockenpilz. Wie viel muss ich da rein investieren? War es das jetzt, oder? Okay, es gibt tatsächlich noch mehr Sternsplitter. Sagt er mir, wenn es vorbei ist, oder? Mann! Muss ich echt noch Sternsplitter bei dem Typen farmen? Unglaublich. Wahnsinn. Aber gut, so kriege ich wirklich erstmal mein Geld wieder los. Trockenpilz. Trockenpilz. Gibt es wieder einen Sternsplitter? Wie lange geht das? Ich kaufe jetzt noch einmal bei dem einen. Wenn ich danach wieder einen Pilz bekomme, also jetzt noch einmal, wenn ich jetzt wieder einen Pilz bekommen sollte, dann lasse ich's. Okay, einmal noch. Aber dann ist wirklich Schluss. Wenn danach wieder ein Pilz kommt, dann lasse ich's. So, also jetzt auf jeden Fall kriege ich nochmal irgendeinen Käse. Wieder ein Trockenpilz. Aber wenn jetzt kein Sternsplitter kommt, dann lasse ich's. Okay. Ich hoffe, das war's bei dem. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, ob da noch mehr zu verkaufen hat oder ob es das jetzt wirklich war. Weil ich habe jetzt 4-mal hintereinander quasi sinnlos eingekauft. Das war mir jetzt doch zu viel. So, genau. Dann haben wir das einmal gemacht. Aber... das war's noch nicht. Erstmal kurz gucken, ob der jetzt wieder was Neues hat hier. Okay, der ist immer noch leer gekauft. Hat der nochmal irgendwann was Neues? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann habt ihr gesagt, ich soll auf jeden Fall gegen den Dojo-Meister nochmal fighten. Oder öfter fighten, weil der gibt uns wohl auch immer nochmal ein paar Sachen. Das können wir auch nochmal machen. Da wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn ich mein Level-Up noch bekommen hätte. So, was los hier? Was will ich heute? Ich will es versuchen. Oh, sehr schön, Mario. Ich werde nochmals gegen dich kämpfen. Aber ich werde es dir bestimmt nicht leicht machen. Du musst dich vollkommen konzentrieren, wenn du gegen mich bestehen willst. Okay, let's go. Der wird jetzt stärker sein, ha? Huh? Möge der Kampf beginnen! Oh, er ist jetzt Judo-Master. Mario, jetzt wirst du fallen. Ach du Scheiße. Der Judo-Master ist am Start. Okay, Gumbario, let's go. Kann auch sein, dass ich mich da vielleicht nochmal dementsprechend ausrüsten muss. Wir scannen mal kurz. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Kämpfer hier. 75 KP, Angriffskraft 8. Okay, der haut jetzt richtig schön rein. Er beherrscht sowohl herkömmliche als auch fortgeschrittene Angriffstechniken. Konzentrier dich, Mario. Der Kerl versteht keinen Spaß. Okay, der macht jetzt 8 Schaden, Alter. Der haut ordentlich rein, glaube ich. Und wir sind halt dementsprechend auch richtig beschissen ausgerüstet. Paralysiert alle Gegner. Senkt den gegnerischen Angriffswert. Das könnten wir eigentlich erstmal machen zu Beginn. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber... wir probieren es mal, komm. Ich versuche den mal einzuschläfern. Einfach mal just for fun. Mal gucken, ob es funktioniert.
Wenn nicht, dann ist es halt vergebens. Aber so für mich. Okay, das funktioniert nicht. Dann kriege ich jetzt erstmal auf den Sack. Okay, geblockt habe ich. 6 Schaden habe ich bekommen. Na dann, let's go. So. Nettes Manöver. Schön 10 Schaden reingebasht. Mitglied wechseln. Wen nehmen wir denn? Bu? Ich glaube, ich nehme Bu. So, Fächer-Lady. Greift deinen Gegner mit dem Fächer an. Okay, 100%. Bam, 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 bam. Macht auch schöne 10 Schaden. Können wir auf jeden Fall nehmen. Okay. Konnte ich jetzt nicht so gut blocken. Dann nochmal schön Doppeljump drauf. Zack. Zack. Aber ich denke mal, so können wir es beibehalten. Nettes Manöver. Und Fächer-Lady. Zack, 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 zack. Machen wir immer schön 20 Schaden pro Runde. Ich hätte halt schon am Anfang gleich. Ich verliere nicht die Konzentration. Ich komme noch gar nicht damit. Was? Ich habe noch gar nicht damit begonnen, richtig zuzuschlagen. Okay. Schön abgeblockt. So, jetzt können wir theoretisch ein Item usen. Hier schön 10 KP einfach herstellen. Ich glaube, das reicht. Für den Fight auf jeden Fall. So, aber ihr habt auch gesagt, ich muss auch oft gegen den kämpfen. Deswegen denke ich mal, dass das nicht die letzte Runde war. Shit. Ah, jetzt habe ich nur 8 Schaden gemacht. Nein, ich hätte es beenden können in dieser Runde. Verliere mich. Verliere ich die Konzentration. Okay, 6 Schaden. Aber wir schaffen es trotzdem. Okay, Sprung. Zack. So, und ich glaube, Ohrfeige. Ja, Ohrfeige reicht auch. Das ist auch leichter zu machen. Zack, zack, zack. Und nächste Runde gewinnen wir dann, Leute. Du, 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 du. Jo. Das hätten wir. Und tschüss, mein Freund. Kriegen wir Erfahrungspunkte für den? Du, 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 du. Du, 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 du. Keine Erfahrungspunkte leider. Schade. Aber gewonnen. Hm, das war ein guter Kampf. Ich gebe dir dies. Sternkarte. Der Beweis, dass Mario gegen den Meister siegreich war. Mal wieder. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Okay, wie oft muss ich das noch machen? Und muss ich gegen die anderen auch nochmal kämpfen? Fragen über Fragen. Genau. Ich würde aber, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich will auf jeden Fall nochmal in die... auf die Blumenwiese? Ist das Blumenwiese? Denn da gibt es auf jeden Fall noch einen Ohr, denn zu holen. Ihr habt mir das ja geschrieben, dass ich da nochmal hoch in die Wolken muss und da... also bei der Bohnenranke hoch und dann geht da irgendwie eine Wolke hoch und runter und da kann ich mir noch einen Orden holen. Und ich hatte das ja auch gesehen, aber irgendwie war... war das für mich dann nicht mehr erreichbar oder weg? Aber ihr habt mir da schon toll geantwortet. Dementsprechend werde ich da jetzt nochmal kurz hingehen. Und es wäre, glaube ich, ganz geil, wenn ich irgendwie noch ein Level-Up bekommen könnte. Dann würde ich auch nochmal gegen den Meister kämpfen, weil der wird wahrscheinlich jetzt immer stärker werden. Aber ich will natürlich wissen, was wir noch bekommen, wenn wir den immer wieder fertig machen. So, und der Quizzo, ist der hier auch irgendwo? Schade. Hätte ja sein können. Was haben wir denn eigentlich für Briefe mittlerweile? Orden, Items, Brief. Sternkarte. Ein Brief von Merlo, an Merlo am Sternschnuppengipfel. Am Gipfel. Ne, Merlo kennen wir doch schon, oder? Pottown und Frosty. Im Sterntal. Aber Sternschnuppen. Ah, okay, alles klar. Okay, ja, das können wir dann theoretisch auch noch machen. Wir gehen erstmal ganz kurz hier hoch. Und dann gucken wir nochmal nach der Wolke. Also ich habe gesagt, irgendwie da fliegt eine Wolke hin und her. Oder ich kann auf eine Wolke draufspringen. Irgendwie sowas war's. Kann ich das skippen? Ich kann das nicht skippen.
Sowas hasse ich ja, ne? Ist ja schön, die Animation und... Lass das einmal machen, ja, aber warum kann ich es da nicht skippen? Ich will es dann skippen einfach. Bitte. Es ist so schlimm. Okay. Irgendwo ist eine Wolke. Ah, hier. Und da ist der Orden, ja. Okay, das hatte ich das letzte Mal nicht gesehen. Also die Wolke hatte ich nicht gesehen. So, Marios Sprungangriffe... S-Sprung plus Orden. Erhöht Marios Sprungangriffskraft um 3. Aber ist das dann so ein Skill, den ich use? Oder ist das allgemein, meine Sprungangriffskraft ist... jetzt plus 3? Nee, ich opfer 4 BP und dann erhöht sich meine Sprungangriffskraft um 3. Ich weiß immer nicht. Es ist doch nicht so nice, oder? Ich finde... Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt... Wenn der Gegner jetzt irgendwie unbesiegbar ist, ne? Für eine Runde. Dann könnte ich das machen und kann sagen, jo, jetzt sammle ich meine Kraft und greife nicht an, weil er ist ja eh unbesiegbar. Aber solche Momente hatte ich halt noch nicht, dass ein Gegner gerade in dem Moment nicht angreifbar ist oder so. Deswegen, ich bin da ein bisschen... Naja, egal. Zurück nach Chottown, bitte. So, wir haben jetzt noch, ja, so 3 Minütchen. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz zum Gipfel, zu Mallow und geben das nochmal ab hier, den einen Brief. Da wechseln wir mal kurz auf Paracarry. Ja, und theoretisch könnten wir dann im nächsten Part nochmal versuchen, den Meister zu machen. Eigentlich sind wir gut klargekommen. Der wird jetzt halt wieder stärker sein, nehme ich mal an. Wir könnten uns dementsprechend halt besser ausrüsten. Klar, kein Problem. Frage ist, lohnt sich das jetzt für eine Runde? Oder machen wir das später erstmal wieder? I don't know. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich noch gegen den kämpfen muss. So, wer war denn Mallow? Die war's nicht. Nee, nee. Dann ist er da oben, das Mallow. Das Mallow, ja. So, du bist doch Mallow, oder? Ja. Let's go. Einen schönen Brief. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Ein Brief für mich. Oh, wow. Von Merle aus dem Sterntal. Wow, Nachrichten von meinem Vater. Danke, Herr Postbote. Mein Vater schreibt mir immer, weil er sich um mich sorgt. Aber meine Schwestern und ich sind leider absolut schreibfaul. Vielleicht sollte ich ihm öfter mal zurückschreiben. Dies ist ein Schatz, den ich seit langer Zeit behütet habe. Ich gebe dir ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du kannst jederzeit zu mir kommen und wieder mit mir tauschen. Jo. Super. Einfach einen Sternsplitter, den wir ihm schon gegeben haben, wieder zurückbekommen. Oh, wir müssen noch echt viele finden, ne? Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herzfinder Zapper. Wollen wir Zapper mal mitnehmen? Gegner, die Mario berühren, erleiden Stromschaden. Ja komm, den nehmen wir einfach mal. Benötigt 4 Ordenpunkte. Und dann nehmen wir den noch mit. Wie viele brauchen wir noch? 16, 28, 40, 55, 60, 80. Wir brauchen noch, und einen haben wir glaube ich noch, 79 Sternsplitter brauchen wir noch. Alter. Oh Gott. Ja, wie gesagt, Leute, ich weiß noch nicht, ob man es auf 100% wirklich drin in das Game. Wir versuchen viel mitzunehmen. Aber... Boah, 79 Sternsplitter ist schon hart. Mal gucken. Mal gucken, wie das noch so läuft. Es ist halt, ich möchte ungern am Ende dann einfach nur dastehen und Sternsplitter farmen.
wegen dem Quiz auch. Ihr habt gesagt, da fehlen noch ungefähr 50 Quizfragen oder mehr als 50 sogar, ne? 64 sind es, glaube ich. Alter. Das heißt, da fehlen mir jetzt noch 54 Mal, dass ich da ein Quiz beantworten muss oder 53 Mal, was auch immer. Das ist schon echt hart. Also seid mir da bitte nicht böse, wenn ich das dann nicht komplettiere. Aber da fehlt mir halt wirklich einfach die Zeit zu. Okay, ja, dann sind wir damit auf jeden Fall durch heute. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part nochmal den Meister. Nee, wir lassen den erstmal. Wir lassen den Meister. Wir haben den jetzt mal wieder gemacht. Wir machen im nächsten Part erstmal weiter im Sterntal, würde ich sagen. So machen wir das. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüss.